Hallo Leute, weiter geht's bei Pokepark. Im letzten Part haben wir uns mit Impoleon angefreundet und nun kehren wir mal zurück in die Eiszone. Ich glaube, da haben wir so gut wie alles gemacht, außer jetzt können wir uns eventuell noch mit Glaziola anfreunden. Alt mit Keifel will ich auch noch Freundschaft schließen. Impoleon verschloss das Tor in exakt dem Moment, als die Regenbögen aus dem Pokepark verschwanden. Aber jetzt, wo du sein Herz erwärmt hast, sollte alles wieder in Ordnung sein. Kämpfen willst du also? Dann lass uns gleich loslegen. Alles klar. Ich werde ganz bestimmt gewinnen. Ja, das werden wir ja noch sehen. Wow, du bist massiv. Wow! Bams! Ich habe ihm nicht wirklich Schaden gemacht, oder? Irgendwie nicht. Ich mache ihm so keinen Schaden. Verflucht nochmal. Muss ihn tacklen. Aha. Nein, das war scheiße. Okay, jetzt vorsichtig sein. Jetzt vorsichtig sein. Jawohl. Glück gehabt. Wow, das war nicht schlecht. Von Keifel, ja. Hm, du bist echt stark. Immerhin hast du Mamutel gerettet. Lass uns Freunde sein. Übrigens, hattest du schon einen Wettstreit mit Mamutel? Aber wie dem auch sei, lass uns auf jeden Fall wieder einmal gegeneinander antreten. Stimmt, gegen Mamutel antreten müssten wir eigentlich auch noch. Gut, dass du mir das sagst. Wo ist Mamutel denn? Würde ich gerne noch aufsuchen gehen, aber erstmal noch zu Glaziola, wie gesagt. Das müsste sich hier befinden. Ja, da ist es, da ist es. Und da ist noch eine Box. Nehmen wir mit. So. Hallo Glaziola. Was da viele Freunde. Das Band der Freundschaft glitzert so wunderschön wie Schneekristalle. Mitunter ist es aber auch so vergänglich wie jene weiße Pracht, die in der Sonne dahinschmilzt. Doch die Erinnerung daran bleibt dein kostbarer Besitz. Hui, jetzt geht es mir aber doch gleich viel besser. Hast du Lust auf einen Wettstreit? Klar. Lass uns fangen spielen. Okay. Okay. Lass uns anfangen. Dich kriegen wir schon. Dich kriegen wir schon. Wow. Fies, ich habe nichts gesehen. Wow, du spielst unfair, mein Freund. Aber gleich habe ich dich, gleich habe ich dich. Oh nein. Irgendwie ist es nervig, dass du solche Dinge einsetzt. Na komm schon, na komm schon. Gleich habe ich dich, gleich, jeden Moment und... Bams. Bravo. Das klingt so französisch. Bravo. Ist bestimmt auch französisch, na egal. Ah, du hast mich erwischt. Solch einen guten Gegner habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Lass uns Freunde sein. Wollen wir bald wieder spielen? Ich bin nämlich sehr ehrgeizig und werde auf Gedeih und Verderb alles dran setzen, dich bis zum nächsten Mal zu schlagen. Glaziola ist jetzt dein Freund. Klasse. Ja, aber wie gesagt, ich möchte mich jetzt noch kurz umsehen, wo sich Mamutel befinden könnte. Vielleicht wieder beim See, das könnte sein. Möglicherweise. Wie komme ich zum See? Hier und dann da vorne nach rechts, ja. Was jetzt mit Ursaring und so weiter? Die sind immer noch doof. Ah, da ist Mamutel. Ah, mit dir will ich noch kämpfen. Yay! Hallo, großes Mamutel. Unser Dickschädel Impoleon hat sich wieder beruhigt. Ein Streit kann zwar befreiend sein, aber Freundschaft geht doch über alles. Willst du kämpfen? Oh mein Gott. Lass uns anfangen. Ich lasse dich nicht gewinnen, nur weil du mir geholfen hast, ja. Oh, verdammt, wie soll ich das machen? Oh, verdammt, wie soll das gehen? Yippam! Wow, nein! Nein! Was zum... Hätte ich da entkommen sollen, bitte? Und bam! Du bist kacke! Hilfe! Und? Nein! Tackle! Jetzt aber! Tackle! Jawohl, noch einmal! Komm, er oder ich! Nein! Geh weg! Geh weg! Umdrehen und bam! Wow! Gegen solch große Pokémon habe ich dann ein bisschen Respekt. Ah, du bist erstaunlich gut und es hat Spaß gemacht. Lass uns Freunde sein. Mamutel. Sehr gut. Puh, das war nicht schlecht.
Gut. Haben sich jetzt die Ursaring beruhigt? Wenn ich jetzt einfach nur Hallo sage. Ursaring. Ich wollte in der heißen Quelle in der Höhlenzone baden, aber Teddy Ursa bestand darauf, im Schnee rumzutollen. Mir liegen diese kalten Gefilde nicht, aber netterweise erlaubt mir Fear und Thor, mich in seinem Iglu aufzuwärmen. Das nenne ich wahre Freundschaft. Ah, jetzt können wir gegen die Viecher kämpfen. Klasse. Also auch gegen Rasaf. Okay, Teddy Ursa, geh bitte da weg. Ah, da! Okay, so klappt das schon mal nicht. Ah, was zum... Wie soll das gehen, bitte? Wow, zum Glück hat er mir keinen kompletten Energiebalken abgezogen. Wow, das war... Hätte ich mich da in Sicherheit bringen können, bitte? Bin ich zu wenig schnell dafür oder keine Ahnung? Auf jeden Fall ist er jetzt unser Freund. Also würde ich behaupten, holen wir uns noch Rasaf, der irgendwo hier oben sein wird. Ja, da. Und stopp. Hallo, Rasaf. Rasaf, hey du, hast du Lust auf einen Wettstreit? Natürlich. Du wirst doch sicherlich einen Kampf mit mir wagen, oder? Ja, klar. Sehr schön, zeig mir, was du kannst. Ich bin gespannt, was du so drauf hast. Was zum... Nein! Nein, ich muss schon zielen. Pikachu, mein Gott. Nein! Verdammt nochmal. Okay, Pikachu, jetzt vorsichtig sein. Und weg, und weg! Hahaha, nimm das! Ja, wir hatten schon einfachere Kämpfe. Du bist wirklich gut. Bist du, Pikachu, von dem Menki aus der Grünzone so viel erzählt hat? Bitte sei mein Freund, lass uns wieder kämpfen. Ja, irgendwann dann. Okay, dann würde ich behaupten, haben wir hier wirklich alles erledigt. Glaube ich jetzt mal. Ja, ich nehme es mal stark an. Mir fällt auf jeden Fall nichts mehr ein. Gut, dann suchen wir jetzt... Dingens auf, Lapras, ja. Wo ist Lapras? Hier entlang? Seemob, seid doch bitte freundlich zueinander. Gibt's doch gar nicht. Ja, da sieht's richtig aus. Da unten, ich sehe es doch schon. Hallo Lapras. Wir haben alles erledigt. Dürfen wir auf dir zurückreiten? Bitte? Bitte? Wie kommst du mit deinem Abenteuer voran? Ich drück dir ganz fest die Flossen. Der ganze Pokepark steht hinter dir. Möchtest du in die Strandzone? Ja, bitte. Ich liebe es, mich mit jemandem auf meinem Rücken durch das kühle Nass zu bewegen. Es macht mich froh, das Meer mit dir zu überqueren. Wenn du magst, können wir ja Freunde sein. Sehr gut. Ah, sogar Ultrafreund. Auf geht's, nimm auf meinem Rücken Platz. Klasse. Nee, nicht überspringen, wir sehen uns das nochmal an, weil es sieht einfach so wunderschön aus. Wow, von solchen Szenen bin ich da echt beeindruckt. Muss ich sagen. Gut, von dem Ladevorgang nicht so, aber man kann nicht alles haben. So, was können wir denn jetzt hier noch tun? Auch nicht mehr viel, würde ich sagen. Glaube ich. Oder habe ich jetzt was vergessen? Ja, ich habe vorhin eine kurze Pause gemacht und deswegen habe ich vielleicht was vergessen. Halt, Aquana! Aquana! Stehen bleiben! Jetzt bist du mein Freund. Gefälligst. Aquana! Sei mein Freund jetzt. Das Meer ist umwerfend. Hoppla, du hast da viele Freunde. Lass uns spielen. Fangen spielen. Klar doch. Gut, auf geht's. Aquana, wir haben dich gleich. Und... Ultra Speed. Wow, wo gehst du hin? Corazon, vorsichtig. Wir haben hier ein Rennen. Nee, kein Rennen. Es ist ja ein Fangenspiel eigentlich. What the fuck? Wow, bist du schnell, wollte ich schon sagen. Aber da habe ich dich. Sehr schön. Aquana ist glücklich, Pikachu ist glücklich. Dein Sprint ist ja eine Wucht. Es hat mir viel Spaß bereitet. Ich denke, wir können gute Freunde sein. Lass uns bald wieder zusammen laufen. Dann werde ich gewinnen. Super. Aquana ist dein Freund. Yay. Ja, wie gesagt, dann fällt mir dann auch nicht mehr wirklich viel ein, was es hier zu tun gibt. Nö. Ich glaube, wir können zurückgehen. Hui. Halt, sind wir schon Freunde?
Hallo? Sind wir schon Freunde? Ich rede mit dir! Die Brücke von Venezia soll sehr stabil sein. Nicht einmal Violet könnte sie zum Einsturz bringen. Stimmt, mit Violet können wir noch reden. Lass uns fangen spielen. Okay. Juhu! Und dann sicher noch mit Flegmon. Und dann, wie gesagt, noch zu Violet. Du kannst gar nichts Kleines. So. So spielt man fangen. Naja, Pech gehabt. Egal, lass uns Freunde sein, ja? Ich werde allen erzählen, dass du jetzt in der Strandzone bist und dass man mit dir jede Menge Spaß haben kann. Atrill ist jetzt dein Freund. Klasse. Oh, Kanimani ist eingetroffen. Und zwar bei diesem Drift-Zeppelin-Ding. Erstmal noch Flegmon. Was? Flegmon, wo bist du? Flegmon, wo bist du? Flegmon? Du warst doch hier immer irgendwo. Oder nicht? Da, da hinten, da hinten, da hinten. Ich glaube, es ist noch nicht unser Freund. Flegmon? Ein Königreich für eine Brücke. Wie bitte? Ach so, du willst fangen spielen, nicht? Ja. So, dann düse ich mal los. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das dürfte jetzt nicht schwierig werden. Das war auch nicht schlecht. Dab, 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 dab. Gut, ich beeile mich auch gar nicht, weil... Naja, selten Flegmon. Mein lieber Herr Gesangsverein, du bist vielleicht schnell. Lass uns Freunde sein. Hab viel Spaß gemacht. Und deine Ausstrahlung ist ein echter Magnet für neue Freunde. Flegmon ist jetzt auch dein Freund. Hydrope ist jetzt da. Wo ist das denn schon wieder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hydrope, Kanimani, Violet. Hier irgendwo müsste doch Kanimani sein jetzt. Auf dem Bild wurde mir dieses Ding angezeigt. Wo ist Kanimani? Da vorne. Nee, das ist Azuril. Ah, da sind die beiden. Da, 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 da. Und stopp. Hydrope, hallo. Ich bin extra vorbeigekommen, weil es hier nach Spaß aussah. Ich liebe Wettstreite einfach. Wingal hat mir einen Tipp für den Luftsport mit Pelipper gegeben. Da ich nicht fliegen und an diesem Spiel so ohnehin teilnehmen kann, verrate ich ihn dir. Bewege dich so früh wie möglich auf die Ringe in der Ferne zu. Ah, du kannst wohl auch nicht fliegen, stimmt's? Dann lass uns doch einfach Verstecken spielen. Hey, wie wär's mit der Runde Versteck spielen? Ja, bitte. Tun wir halt noch. Juhu, dann such mich mal. Okay, es sollte jetzt... Ich sehe es, glaube ich, schon. Da unten. Echt jetzt? Du hast dich aber gut versteckt, mein Freund. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Oh, schade, jetzt hast du mich gefunden. Wie zu offensichtlich, da stimme ich dir aber nicht zu. Hey, wollen wir wieder mal spielen? Dann lass uns Freunde sein. Und Hydrope ist dein Freund. So, jetzt. Kanimani, wo bist du jetzt? Da, 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 da. Kanimani, komm her. Hast du Imperator getroffen? Er sieht zwar ein wenig finster aus, aber ist eigentlich ganz nett. Hey, lass uns kämpfen, ja? Natürlich. Bist du bereit? Auf geht's. Okay, das sollten wir jetzt doch wohl noch hinkriegen, oder? Wir haben sogar Imperator besiegt. Bam! Ja? Donnerblitz! Ja, solche Gegner mag ich. Schnell, ohne Probleme, super. Das hat Spaß gemacht, lass uns Freunde sein. Du bist übrigens ein lustiger Typ, von dem Azuril gesprochen hat. Bist du übrigens der lustige Typ, von dem Azuril gesprochen hat? Wir müssen bald wieder spielen. Versprichst du es mir? Natürlich. Ich werde mich auch im Kampf üben. Kanimani ist jetzt dein Freund. Okay, was wollte ich noch tun? Zu Violet gehen, genau. Der war irgendwo hier unten. Glaube ich, mich zu erinnern. Ja, ist kaum zu übersehen. Wow, wow, wow. Friss mich auch nicht, bitte. In letzter Zeit werden viele Flaschen an den Strand gespült. Ob das wohl mit den Gezeiten zusammenhängt? Sei so nett und wirf die Flaschen, die du findest, in den Altglascontainer auf der Insel, wo Garados sich befindet. Ist das jetzt auch noch wichtig? Damit Violet unser Freund wird, vermutlich schon, oder? Ja, wir werfen mal noch alle Flaschen ein und dann, ja... Das kann doch nicht sein. Hallo? Heb sie auf. Heb sie auf, Pikachu. Das kann doch eigentlich nicht sein, dass ich so viele da reinschmeißen muss.
Wir haben ja schon extrem viel Zeugs erhalten, so Liegestühle und so weiter. Doch, die sind noch da. Ich wollte gerade sagen. Was jetzt? Ein, weiß ich nicht. Ein Zelt. Ein tolles Zelt. Ja, ich glaube auch. Garados, gibt es hier noch Flaschen? Ja, hier ist noch eine. Tun wir auch noch gleich. Sieht ziemlich schwer aus für das kleine Pikachu. Naja, was soll's. Da ist auch noch eine Flasche. Und das muss dann bald bitte irgendwann mal ausreichen, oder? Ja? Wow, Grünzeug. Schön. Du hast Blumentöpfe erhalten. Ah, halt! Wir haben was erreicht, offensichtlich. Vielen Dank für den Beitrag zum Umweltschutz. Das war's. Gut. Dann nochmal zu Wailord. Jetzt will es bestimmt mein Freund sein. Und dann war's das hier definitiv auch. Sprich mit mir. Wailord. Danke, dass du den Stand gereinigt hast. Ich möchte jemanden mit meinem reinen Herzen, wie du es hast, zum Freund. Wailord ist jetzt dein Freund. Klasse. So wollte ich das sehen. Gut Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit Poképark. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.